aus, wo ich mich stelle. Ich darf noch eine Aktion tun. Ja, das wird sehr hart mit dem einen Hitpoint. Gut. Dann noch irgendwie was zu reißen, wird richtig schwer. Vier Leben noch, scheiße. Vier ist zu viel. Ja. Ja, könnte zu viel sein, ne? Das wird schwer. Das du musst da einmal Reichweite 1 rein und dann vorne eine Frage drauf, wo geht das? Ja, das wird wirklich schwer. Dann nehme ich eher wieder weg. Du einfach. Dann nimmt er den wieder weg. Okay, du musst dann gut, geht los. Effizient. Zwei raus. Ja. Da holen sie ja der andere. So, nun geht die Jagd los hier. Stress ist weg. Das ist aber sehr als verhalten, das Manöver. Kann er das nur Fassrolle? Fassrolle kann er, ja. Oh, stark. Fassrolle. Das Ding ist cool, ja? Ich finde das Schiff total cool. Gut. Ein unterschätztes Schiff. Gut, die Ghost. Eins geradeaus. Eins geradeaus. Ach, du glaubst. Weiß auch die Kräfte bündeln. Okay. Guck mal, da gibt er schon wieder rum. Die saufen einfach zu viel. Stress ist weg. Ja. Und er kriegt den Doppelfokus. Er kriegt den Doppelfokus. Eine harte 3. Aktion fast voll. Ja, und es war eigentlich fertig. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Ein Fokus wieder neu. Ja. Alles verschwindet. Ja. So, und nun gibt es den Eingriffsflug. Ja, die Ghost hat gewählt. Tja, Turbo, was nu? Jetzt wird's interessant. Gut, darf ich? Ja, mach mal. Will ich das so lassen? Mir fällt sowieso nichts Besseres ein, deswegen mach schnell, bevor ich es mir anders überlege. Ja, ja. Ja, scheiß drauf. Zwei, trotzdem nur Regen. Ja. Doch nicht, das passt sogar. Doch, das passt. Krass. Was macht der nun? Er gibt sich Wutanfall. Wutanfall. Doppelstress, Fokus. Doppelstress, Fokus. So. Okay, der fliegt vier geradeaus. Das macht er. Das macht er. Na, jetzt dotzt der Weiß ich von Lübeck, kriegt der Stress. Könnte gut passieren. Dann bin ich. Zwei geradeaus. Oh. Nee, das könnte passen. Ist schon wieder nichts tot. Na, es wird lange überlegt. Mach mal, wahrscheinlich mach ich. Ich mach mal eine Fassrolle. Gut. Okay. Ich dachte, er macht übers Mal, was da reinkommt, weißt du? Dann pushtet er. Mit bis an die Grenzen. Da kommt er. Mit bis an die Grenzen mache ich dieses Ding hier.
euch ganz an. So, du bist in Reichweite 1 in meinem Feuerwinkel, vielleicht? Willst du schon schießen? Nein, ich möchte gucken wegen meiner Fähigkeit. Der kannst du teilen oder nicht. Also, ich bitte dich. Ich bitte dich. So. Ja, dann würde ich dann versuchen, auf Ezra zu schießen. Der ist aber zu weit weg. Dann schieße ich halt mit 4 Würfeln auf die Box. Beginn der Kampfphase. Wieder ein Fokus. Ja. Würfelst ein Würfel weniger. Okay. 3 denn. 3 nackte Würfel. Mal gucken. 3. Oh. Ja. Knack, knack, knack. Er liegt noch. Hat er noch einen. Und du kannst nicht zurückschießen, weil Reichweite 1. Na? Oh Gott. Alle Schiffe nur noch eine Hülle, ne? Was ist das spannend? Nerven zerfetzend. Ich glaube, den kannst du umdrehen, ne? Ja, der war von dieser K-Tram, wo ich den hatte schon. Und danach habe ich ja gerade aus. Nerven zerfetzend. Gott, ist das spannend. Ist ja unfassbar. Da. Ja. Ja, machen wir. Zwei. Jedes Schiff in noch eine Hülle. Boah. Ein Schuss war gerade. Haben wir jetzt sprich Glücksspiel hier, oder? Ja. Das reichte 3. Ja, das hat er vorhin schon gezündet, als er das Jagdschattel abdockte. Und Dings war schon 4 Dinger reingedrückt. Ja, ja, das war schon. Kriegt eine Stressmarke, toll, weiß jetzt mal rüber. Ja. So, da sind wir mal gespannt. Okay. Na, dreht ihr ihn jetzt rum? TLT hat er. Komm, Fassrolle nach hinten. Links rüber und nach hinten zurück. Dann müsstest du ihn eigentlich im Feuerwinkel haben. Oder? Das ist schwer zu sehen. Passrolle? Okay.
glaube, ich hätte das aufs Shuttle versucht. Einfach, weil ich vorher im Shuttle dran bin. Bis an die Grenzen hole ich mir das Auge. Jo. Gut. Hier kommt es, Kalle. Du kannst nicht. Ja. Ich kann ein Tech-Shuttle. Eine Reichweite 2. Ja. 3 Stück. Unmodifiziert. So ist es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein. Komm schon, ich brauche ein Bild. Das ist machbar. Ja, das sind 2 Bilder. Das gut. Oh, die machen das spannend. Ist ja unglaublich. Entschuldigung. Das ist witzig in der Konfiguration. Cooler Pilot. Man muss nicht nur Power fliegen. Fertig? Mhm. Cooles Kaliber? Ja. Oh, das ist... So, Stress ist weg. Lass mich raten, du machst Mutanfall. Ja. Du bist ein Fuchs. Mutanfall, krieg wieder eine Stress verschwindet durch das Manöver. Mhm. Mutanfall. Da hast du schon wieder 2 Stress. Ja, guck mal, du hast zu wenig Stress, ne? Ja. Hier, helf dir mal. Danke. Okay, Fokusschlage. Das hat deine Zielerfassung. Mhm. Die Ghost. Zack. Stirbt. Scheiße, das Headset hier. Oder? Oh, ich muss das. Warte, 2. Ah. Ja, die steht schon ziemlich schief, aber so schief nicht. Na, bitte. Noch ein Stressmarker? Ja. Den haben sie aber noch hier. Guck mal. Ah. Du bist halt. Der Dreigas. In Grün. So. Dann ist der Stress weg. Hm? Nein, wir spielen Less What's Standing. Das geht ohne Zeit. Bis der Morgen graut. Ich fliege ja die ganze Zeit immer noch weg. Ja, Logi muss mir in gute Position bringen. Ich spiele schon 5 auf den Tag. Finde ich aber schön, dass sie mal ohne Zeitbegrenzung spielen. Dieses Turnierformat nervt. Also das ist mal was Schönes anderes. Dann mache ich nichts. Zwar auch 100 Punkte Listen, ganz normal im Dogfight gegeneinander, aber hier geht es halt darum, nachher Best of 5 zu spielen. Wer also als erstes 3 Siege erringt, sind 3 verschiedene Listen, die jeder Spieler genommen hat. Diese Listen dürfen... Also es darf keine Karte und kein Schiff doppelt drin sein. Dadurch müssen es eben halt 3 komplett unterschiedliche Listen sein und das schränkt das Ganze ein bisschen ein. Das ist ein ganz witziges Format, was sich Turbo Pupsa ausgedacht hat. Hm. Ist mal was anderes. Ja, ja. Gut, dann leg los. Eine Seite an. So. Gerade beklagst du dich noch, ich würde wegfliegen, jetzt macht er es selber. Ihr macht das aber auch spannend, es ist unfassbar. Von der Seite 2. Unglaublich. Mhm. Ja, man stresst mal gar weniger. Na? Talonrolle. Okay. Jetzt wird er theoretisch rüberfliegen. Also wahrscheinlich macht er jetzt eine Fassrolle oder so. Fokus und dann bekomme ich den Stress durch die Talonrolle. Nee, okay. Gut, reicht bei den 3. Dann will er schießen. Ja, Reichweite 3 ist wichtig. 3 Angriffe. Zielerfassung und Fokus. Da sollte doch ein bisschen was bei rumkommen. Zielerfassung. So, 2 Treffer. Ah. Bleibt bei 2. Verdammt! Das
gibt's nicht. Er lebt noch. Dodgt er weg. Zum Kotzen. Nichts passiert. Er hat immer noch einen Hitpoint. Zum Kotzen! So sterben hätte er sollen. Wollte er aber nicht. Nicht schlimmer, als wenn ich nicht sterben wollte. Ja. Ja, tschüss. Wiedersehen. Ja. Bis nächstes Mal. So, da wird sich schon verabschiedet. Das wäre so viel besser gewesen, wenn der jetzt tot gewesen wäre. Ja, das wäre viel besser gewesen. Ja. Mal so. Ja. Drei Würfel. Du kannst ja immer noch alles gut beinschotten, ne? Bitte? Kannst du ja immer noch alles gut one-shotten, was gerade rumläuft. Ja. Das ist sehr schnell. Hätte ich jetzt nur noch die Ghost noch einmal auf die Ghost schießen müssen. Das wäre gut gewesen, weil ich schieße ja eh zuerst. Die Ghost kann ich verteidigen. Die kann ich verteidigen. Dann hätte ich das Spiel jetzt gewonnen. Jetzt wird's kritisch. Schwierig, 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 ja. Ganz schwierig. Ich muss auf den TLT dann wieder aufpassen. Ah, das ist so einfach. Kann auch so oder so gehen. Es ist ja wirklich episch. Episch spannend. Es ist nur scheiße, dass so unscharf ist. Wie gesagt, da müsste über den Fokus, aber es machbar sein. Ansonsten müssen wir uns was ausdenken. Okay, gut. Also, eine Seite. Und dann? Und dann? Ja, was mache ich dann? Ich würde sagen, ich mache den Wutanfall. Du machst den Wutanfall? Mhm. Okay, aus welchem Grund? Er will gestresst sein. Ach, er will gestresst sein. Ist gut. Ja, das erschließt sich mir auch gerade nicht. Hätte ich. Darf er nicht erstmal gewonnen. Jetzt hat er zwei Stress. Das ist auch nicht so optimal genau. Verschwindet. Mhm. Achso, du bist gut. Eine seichte Ei. So, und Trümmer fällt vorbei. Damit müsst ihr ihn eigentlich wieder beschießen können. Ich würde gerne eine Zielerfassung durchführen. Mhm. Da reicht mal die 3. Also den Bot kann ich nicht zünden, aber ich kriege die Zielerfassung. Mhm. Gut. Nein, ich dürfte noch eine Aktion machen. Wenn ich es wollt. Komm. Tu es! Tu es! Mit bis an die Grenzen hoch. So, jetzt muss er ja auch sterben. So, noch ein Fokus. Ja. Beste Voraussetzung okay, eigentlich. Du? Ja, auf Ezra. Reichweite 1 zu 2 zu mir. Ja, aber ich so, muss. Er muss in Reichweite 1 zu 2 sein. Feindliche Schiff. Achso, schön. Dabei Reichweite 3 hattest du gesagt, ne? Ja. Ah, ja, da habe ich jedenfalls 3 Verteidigungen. 3 Verteidigungen. Ich habe einen Angriff. Ja, ja. Episch. Jetzt darfst du aber. Jetzt ist er weg. Keine Leerseiten noch. Ja, dann ist er weg. So, da ist Ezra geplatzt. Abgeraucht. Fokus habe ich eingesetzt, ne? Ich glaube ja. Halt, hab ich? Ja. Achso, Zielerfassung hast du wohin geschleudert? Schleudert er einfach durch. Zielerfassung. Fokus hier wieder vorhin. Mhm. Ja, gucken wir mal weiter, ne? Ja. Oh, das Spiel ist ja schon jetzt gelaufen. Da passiert ja nicht mehr viel. So. Beste Voraussetzung jetzt für den X-Wing. Beide haben nur noch eine Hülle. Aber der X-Wing feuert gleich zuerst. Mein Leben hast du. Das müsste er eigentlich schaffen. Das ist jetzt, wenn er nicht ganz beschissen würfelt. 2. Wir müssen ihn jetzt eigentlich wegernten können. Stress verschwindet. Mhm. Aktion ausweichen.
Seichte 1. Stress verschwindet. So, jetzt eine Zielerfassung. So, du hättest einen Verteidigungswürfel und hast einen Ausweichen der Linie. Zielerfassung? Geht. Ja, macht Sinn. Bis an die Grenzen auf. Gut. So, dann Fokus noch. Ja. Nein! Wir brauchen nur drei Hits. Ja, besser wohl haben wir dein Glück. So, das ist der Angriff. Zack. Und da sind die drei Hits. Ja, dann war's dann, ja. Ne? Kann nochmal würfeln, auf jeden Fall durch. Ja, bam. Das war krass. Das war krass, ja. Sehr schönes Spiel. Ja! Und schönes Format. Die stärkste Liste habe ich schon mal rausgeboxt. Findest du? Ja, ich finde, das ist so. Also die Liste darf jetzt, die besiegt wurde, darf nicht nochmal gespielt werden. Das heißt, im weiteren Verlauf kann diese Liste von dem Rebellenspieler jetzt nicht mehr gespielt werden. Ja, schade, dass Picks zu früh ging. Weil nur erfolgreiche Listen dürfen weiter verwendet werden. Ich hätte genauso gut auch abrauchen können. Das war, da war dann nachher auch, war auch Glück dabei. Ne? Ja, sehr cool. Naja. Gut, okay. Aber schöne Partie, hat Spaß gemacht. Mal gucken, was die noch schwätzen jetzt. Ja, also, das mit dem Shuttle ist gut gelungen. Ja. Ja, parallel wird hier halt noch DSA gespielt, also im Hintergrund. Das hat auch gut funktioniert, ja, aber. Naja, schauen wir mal. Die Entdeckung des Spiels, finde ich, ist Nimnum. Die hat den ja nur so am Reißbrett so entworfen. Ich hatte im Meer ein bisschen was gelesen zu ihm, so. Da irgendjemand hatte da was gebaut mit am Ziel bleiben oder so. Ich fand den mal interessant, wollte ich mal ausprobieren. Ich finde den. Ja, flexibel, ne? Der ist cool. Pilot Wert 7 ist auch gut im Mittelfeld. Ja. Nicht schlecht. Ich finde, seine Fähigkeit ist ganz cool. Den kann man mal spielen. Macht auf jeden Fall Laune. Ja, hätte früher rausgehen müssen, aber. Ja. Naja, das stimmt. Mimi. Ja, genau. Das war jetzt also das erste Spiel. Wir spielen ja auch drei Siege quasi. Sehr cooles Format. Einen Sieg habe ich schon. Das heißt, es können maximal 5 Spiele werden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wir bemühen uns dann demnächst, also vielleicht nächste Woche Dienstag oder? Ja, ne? Ja. Ja, mal gucken, nächstes Mal versuche ich das die ganze Zeit mit zu streamen. Ja, und wir hoffen, dass der dann alle zahlreich einschaltet. Das heißt, den werden wir auch über Stream mit, über Twitch mit rausjagen, den Stream. Und dann moderiert natürlich. Und haben sie den jetzt einfach abgewürgt oder was? Ladebildschirm. Hallo? Eiskalt abgewürgt. Ja, war nett. Ganz nettes Ding. Mal gucken, dass wir nächstes Mal das Ganze direkt abstreamen. Dass wir von Anfang an mit streamen können. War eben so eine spontane Idee von mir, das über Twitch einfach auch nochmal rauszujagen. Ja, schauen wir mal. Ich schalte mich dann erstmal ab. Mal gucken, ich gehe wahrscheinlich gleich wieder online mit irgendwas anderem. Mal schauen. Alles klar. Bis die Tage. Tschüss.